Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag, dem kleinen Gartenrundgang. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mich ein Stück begleiten würdet und anschaut, was hier so in meinem Garten Neues gibt oder was sich verändert hat. Und ja, begleitet mich ein Stück dahin und ja, bis dahin. Kommt einfach mit, wir fangen an. So, wir beginnen. Ich habe mir einen wirklich wunderschönen Tag ausgesucht, um mit euch zusammen durch den Garten zu spazieren sozusagen, um euch zu zeigen, was aus den Jungpflanzen geworden ist, die ich ja bereits mit Beginn der Eisheiligen ausgepflanzt habe. So wie hier die England Orange oder Feuerwerk, Auriga, Alice, Roosevelt, die Allerbest oder die Besser, eine Tomate aus dem Ländle. Ja, und so sah es damals aus. Ja, erschreckend wirklich. Die Eisheiligen haben zugeschlagen, aber sozusagen, ja, das ist ein Feldversuch, möchte ich sagen. Und natürlich habe ich auch gleiche Sorten nochmals im geschützten Bereich ausgepflanzt. Und was ich noch bemerken möchte, ist, dass hier weder gegossen noch gedüngt wird. Also, bin gespannt, was daraus wird. Ja, mit Stolz hatte ich berichtet bereits über die erste Zucchini-Blüte. Ja, dann wurde ich gleich berichtigt, denn die ersten Blüten sind meist männliche Blüten. Ja, ich sage nur Männer voran, denn kurz danach kamen die Frauen. Und siehe da, eine Frucht, die erste Zucchini bildet sich hier unten schon. Wunderbar, ich habe mich sehr gefreut. Das Mini-Kräuterbeet mit verschiedenen Rosmarinsorten, Thymian und der wunderbar blühende spanische Salbei. Ein Duft, kaum zu glauben. Betörender Duft, ein wirklich betörender Duft. Herrlich. Im weiteren Fortgang natürlich die Hornveilchen, die mich fast das ganze Jahr begleiten und auch beglücken. Sozusagen die Notration, wenn alles andere noch nicht blüht. In diesem Jahr habe ich die Palmenblüten, die wirklich üppig war, abgeschnitten, damit die Kraft eben nicht in die Blüte geht, sondern in die Pflanze. Ja, hier hat auch wiederum gelitten der Kürbis, der Minimask. Und Sonnenblumen haben sich zum Teil gehalten. Hier ist ein Minimask, der total dahin ist. Und hier habe ich einen Minimask nachgesetzt. Ebenso Mais und auch zwei Sonnenblumen nachgesetzt. Auf das Problem der Läuse bei den Rosen möchte ich heute gar nicht eingehen. Ich glaube, da haben viele Probleme mit und inzwischenzeitlich habe ich sie bekämpft und dafür sind sie an anderer Stelle wieder aufgetaucht. Hier ein besonderes Kraut, das Bergbodenkraut oder hier Dill. Sieht ja nicht prächtig aus. Ein wirklich betörender Duft strömt mir entgegen von den Bartnelken.
die natürlich essbar sind, wie 95% aller Pflanzen in meinem Garten. Was ich euch natürlich nicht vorenthalten kann, ist das morgendliche Naturschauspiel schlechthin. Wenn ich mal schlechte Laune haben sollte, was so gut wie nie vorkommt, und dann gehe ich einfach dahin in den Garten und schaue mir das an und ich bin begeistert, dann fühle ich mich wieder wirklich top und meine schlechte Laune, wie gesagt, wenn sie denn da mal sein sollte, ist sofort wie weggeblasen. Ja, und weiter gehen wir ein Stück nebenan. Da haben wir wieder, schon wieder, die kleinen Muntermacher an dem türkischen Mohn. Und aber auch Zucchini, die auch Frostschaden hatten und sehen mittlerweile, bis auf diese, recht gut aus. Ja, dann haben wir hier Rotkohl. Ist ja nicht so unbedingt jetzt so mein Ding. Wenn der fertig ist, dann ist es wahrscheinlich immer noch warm. Aber hier nebenan haben wir gleich sozusagen das Sauerkraut, also Weißkohl. Ihr kennt das ja, wer im Sommer Kappes klaut, hat im Winter Sauerkraut. Ich klaue kein Sauerkraut, ich baue ihn selbst an, beziehungsweise den Weißkohl. So, mit einem Blick zurück gehen wir nur weiter. Und ach, ich kann es kaum, also ich kann es kaum fassen, wie fleißig diese Hummeln und Bienen sind. Vor allen Dingen die Hummeln, die sind ja ständig da. Ja, so, jetzt gehen wir hier auf ein kleines Beet mit Fenchel und verschiedene Salate, Rotenkopfsalat, weiß, Grünkopfsalat, nicht weiß, grün natürlich, die ersten Fenchel sind auch da. Ja, hier ist mein Problembeet in diesem Jahr. Ich hatte bereits berichtet über das Spargelhähnchen, das hier richtig zugeschlagen hat. Leider, leider. Und mir ist bis jetzt noch der Appetit auf Grünspargel vergangen. Wer die Bilder kennt, wer sie sich angeschaut hat, die ich gepostet habe, der weiß, was ich meine. Es gibt andere, die vielleicht nicht so empfindlich sind, aber ich mag das eben dann doch nicht. So, hier haben wir verschiedene Gurkensorten, wie zum Beispiel die Boston Picking oder Finemo. Ja, das ist ein Projekt hier mit den Blüten. Da möchte ich später berichten, was ich da vorhabe. Und ja, jetzt gehen wir in den Bereich, wo die Tomaten sozusagen geschützt angepflanzt sind. Im ersten Beet, wo eben die Jungpflanzen stehen, die ich während der Frostperiode ausgepflanzt hatte, sind die gleichen Sorten, die hier auch drin stehen. Ich war ja da etwas vorsichtig und habe 50-50 gepflanzt. Ja, hier auch nochmal Pflanzen mit Frostschaden, aber sie kommen ganz allmählich doch durch. Was letztendlich daraus wird, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ein oder andere wird noch kommen, aber wir warten mal ab. Jetzt sind wir hier bei Chili Paprika, Chili Chose Long Red, Habanero Lemon, Peperoni Homera, einige Paprikasorten und so weiter und so fort. Und wir gehen hier zum Knoblauch. Der Knoblauch aus dem Ländle, ich hatte bereits berichtet, der Forchhammer Knoblauch.
In der Sonne von Nordrhein-Westfalen gedeiht er prächtig. Verschiedene Zwiebelsorten, rote, weiße, gelbe, dazwischen verschiedene Beete, rote, weiße, gelbe. Und ja, da schon wieder der heißgeliebte Türkenmohn oder auch orientalischer Mohn. In diesem Jahr im Folienhaus Melonen angebaut, wie Honigmelone, Zuccherino aus Italien und die Wassermelone Schockerbabe. Mal gespannt, wie die beiden sich ja, anstellen hier. Ja, die Pfingstrose, eigentlich weiß, aber schimmert so leicht rosé mit einem herrlichen Duft. Die Sorte, keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Die Himmelsleiter und verschiedene Echinazeen. Ja, da auch die Arnika, die benutze ich als um Tinktur herzustellen für verschiedene Salben. Und ja, die verschiedenen anderen Blumen wie Dahlien, dann auch wieder essbar. Viele wissen es, einige wissen es nicht. Taglilien, die haben einen wirklich tollen Geschmack, machen sich gut auf dem Salat, im Salat, auch in verschiedenen anderen Gerichten. Ja, eigentlich wollte ich mich in diesem Jahr an die Weinherstellung wagen, aber der Frost hat zugeschlagen und es wird nicht viele Weintrauben geben. Aber ich beglüge mich stattdessen mit den herrlichen Kräutern, verschiedene Thymiansorten, verschiedene Rosmarine, Salbei, Oregano, mehrere Sorten und das macht so vieles wieder wett. Ja, japanische Wollmispel, eine davon werde ich dieses Jahr auspflanzen, mal sehen wie und ob es funktioniert. Palmlilie, die kennt jeder, die steht mittlerweile in der Blüte fast, kurz davor. Jetzt kommen wir zu einem Beet, in dem ich Kalabassen angepflanzt habe, also selbst auch vorgezogen, logischerweise. Und habe jetzt hier so ein Gitter gemacht. So ein paar Schnüre dran, damit die wissen, wo es lang geht. Das muss schon mal sein, wie im richtigen Leben. Und ja, nebenan, da habe ich dann Sonnenblumen, verschiedene Größen, verschiedene Farben und natürlich auch Ringelblumen dazwischen. Also Ringelblumen geht immer, muss sein. Bohnen habe ich in diesem Jahr gleich 6 verschiedene Sorten. Das ist jetzt nur ein Teil, also was jetzt schon gekommen ist im frühen Frühjahr und natürlich auch Kartoffeln. Und das gleiche in 4 verschiedenen Sorten wie die Heidemarie, die blaue Anneliese, die Granula, Heiderot und ja, das waren ja schon 4. Ja, stehen prächtig, sehen gut aus, das Laub gefällt mir, keine Käfer. Und habe ich übrigens noch nie gehabt in all den Jahren. Gott sei Dank.
Ja, nochmal ein Blick über dieses Kartoffel- bzw. Kartoffelbohnenbeet. Hier haben wir nochmal ein kleines Beet mit Zwiebeln, rote Zwiebeln. Und ja, hier drin ein gemischtes Beet mit Chili, Paprika, Auberginen und ja, alles Querbeet sozusagen, Restbestände. Und hier nebenan, da haben wir, hier sehen wir Knoblauch, einen vergessenen Knoblauch aus dem vergangenen Jahr. Irgendwie hat er sich davon geschlichen und sich hier breit gemacht. Ich lasse ihn mal da stehen. Da sehen wir schon gleich mal wieder den Beginn von Spockköfels größter Blumen- und Insektenweide. Und ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, mit einem kleinen Rückblick oder Vorblick auf noch ein kleines Beet mit essbaren Blüten, wie zum Beispiel die Duftnachtkerze, die Sommermargerite, Rainbow Mix, die Königskerze, gleich in zwei Farben, anatolische Nelke, die Gauklerblume, das ist so ein Mix, und natürlich all das, was im letzten Jahr auch noch da stand, wie der kalifornische Mohn und Kornblumen in vier verschiedenen Farben gleich. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Hier ist sozusagen die Fortsetzung von dem, was wir eben gesehen haben. Also Blumen, essbare Blumen in ähnlicher Art. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Beet, auch wieder essbare Blüten, wie die wilde Mondviole. Die hat wirklich einen betörenden Duft. Ich war begeistert. Ich kannte sie nicht. So, was wir hier sehen, das ist also der Restbestand an Tomaten. Ich hatte leider keinen Platz mehr und musste ja den Garten zwangsläufig ein bisschen erweitern. Gut, mal sehen, wie es weitergeht hier. Ja, gut, aber hier sind wir jetzt am Ende gleich mit Stockrosen und der Lavendel, der löst mit seinen Blüten bald die orientalischen Mohn ab oder den türkischen Mohn. Verschiedene Blumen, Lilien, Stockrosen kommen natürlich auch. Dann haben wir hier den Wermut und jetzt kommt ganz was Besonderes, das ist die römische Rasenkamille. Die habe ich inzwischen in den Rasen eingepflanzt und das duftet ganz toll, wenn man da drüber geht. Ja, so, das war's von hier und von mir. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und Freude beim Zuschauen. Und verabschiede mich bei leichtem Regen, Gott sei Dank, und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.